Wer Unberührtheit und Idylle in den Weiten der Euregio sucht, wird im Valarsheim Trentino ein wahres Juwel an Ursprünglichkeit entdecken. Am Fuße des Vesuvio und der Bergkette der kleinen Dolomiten erstreckt sich die südlichste Berggemeinde der Euregio mit 35 kleinen Dörfern und 19 Weilern an der ehemaligen Grenze des historischen Tirol. Willkommen im Brandtal. Volkente im Brontal. Komm mit uns auf eine Reise in das Brontal. Valarsa war einst deutschsprachig und wird auch heute noch als Brontal bezeichnet. Zahlreiche Orts- und Flurnamen sprechen eine eindeutige Sprache, jene einer zimbrischen Sprachinsel. Die zimbrische Sprache gilt als älteste lebende bayerische Mundart. Wir haben unser kleines zimbrisches Lexikon, in dem alle Wörter enthalten sind, zimbrischen Wörter, die noch heute in der Mundart gesprochen werden. Auch alle zimbrischen Orts-, Flur- und Familiennamen mit ihrer Bedeutung. Und auch natürlich die zimbrische Geschichte. Ein wichtiges Werk, sei es für die Familie, sei es in der Schule, um das Überleben unserer zimbrischen Kultur und Mundart Gewähr zu leisten. Und wir haben auch unsere alte zimbrische Festtagstracht wieder aufleben lassen, die eine der ältesten, noch heute bestehenden Trachten in der gesamten Euregio ist. Das Brauchtum in Valarsa lebt. So empfängt uns auch heute der historische Hauptort Barocchia di Valarsa mit einem farbenprächtigen Bild. Jährlich im Oktober findet der jahrhundertealte St. Lukas-Markt statt, Corona-bedingt heuer in kleiner Form. Der St. Lukas-Markt wurde Mitte des 18. Jahrhunderts ins Leben gerufen und dient dazu, die Bauern des Tals zusammenzubringen. Auch heute noch spürt man diese Verbundenheit zwischen uns Landwirten und alten Bewohnern. Es werden frische Produkte angeboten, von Käse bis hin zu Wurstwaren, Heilpflanzen, kleine Früchte, verarbeitete Produkte, Honig, ein bisschen von allem. In einem Tal, das sehr wild ist, wie wir sagen, und eine gewisse Ursprünglichkeit hat. In una valle che è molto selvatica, come diciamo noi, però ha del genuino. Müsste man dem Brandtal eine Charaktereigenschaft zusprechen, wäre es wohl die Unverfälschtheit. So ist Valarsa auch eine wahre Schatzkiste an kulturellem und historischem Reichtum. Wahrzeichen des Brandtales ist der alte Kirchturm der Erzpfarrkirche, der völlig aus Steinquadern besteht, also ohne Verputz, die aus den Felsen der kleinen Dolomiten stammen, mit einem bayerischen Zwiebelturm und mit einem Glockengeläute aus 6 Glocken. Glockengeläut, das im gesamten Alpenraum berühmt ist, wegen des Echos, Widerhalles der umliegenden Berge. Und gerade im alten historischen Hauptort des Tales, neben der Kirche, gibt es nun jetzt auch ein kleines Kultur- und Heimatmuseum über die zimbrische Geschichte des Tales, in dem wir uns gerade befinden. Eine romantische Wildheit geht vom Brandtal aus und gleichsam dem Motto «Alle Wege führen nach Valarsa» durchqueren zahlreiche grenzüberschreitende Wanderwege das Tal als stille Boten des Vereinenden. Valarsa-Brandtal war schon immer ein Paradies für Wanderer. Im Laufe der Zeit haben sich jedoch viele typische grenzüberschreitende Routen entlang seiner Grenzen entwickelt. Dazu gehören der europäische Fernwanderweg E5, der in diesem Abschnitt vor allem als Zimmernsteig bekannt ist, die Romea Strata, die den Bergen gewidmet ist, die von Deutschland aus Rom besucht wird, und der Friedensweg, der an allen Frontlinien des Ersten Weltkrieges vorbeiführt. Unbeugsam hat das Brandtal sich seinen größten Schatz bewahrt. Rau und sanft zugleich ist Valarsa authentisch geblieben und hat damit seinen ganz eigenen Platz zwischen Tradition und Moderne gefunden. Wir sehen uns im Brandtal, wir sehen uns im Brontal, e allora ci vediamo in Valarsa.